Gefühlt ist irgendwie jeden Tag in Berlin Marathon. Und ob das jetzt gerade hier die Besten sind oder die Langsamsten sind oder ob die am meisten Spaß haben und die anderen haben sich gestresst oder welche Bewertung auch immer hier angelegt werden könnte. Wichtig ist, die Leute haben sich auf den Weg gemacht, tun was. Und ich finde, das ist eine ziemliche Parallele zum Thema Narzissmus. Und nicht immer fällt es jedem so leicht, sich ja, zu einem angemessenen, möglichst frühen Zeitpunkt auf den Weg zu machen. Hier sind Leute, die anfeuern. Und ich finde, es ist etwas, das wir auch hier auf diesem Kanal tun und vielleicht noch mehr tun können. Uns motivieren, uns unterstützen, vor allem die, die eben doch zögerlich sind. Die letzten Tage hat mich ein Thema beschäftigt, gerade heute Morgen gesehen, es gibt wieder mehr und mehr Beiträge zum Thema, so rächst du dich an Narzissten, so kannst du sie ärgern, so kannst du sie verletzen, so kannst du dich revanchieren, so kannst du gewinnen vor allem. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu einem Ort, an dem ich einen Beitrag aufnehmen will für meinen anderen Kanal. Der andere Kanal, der sich vor allem den Themen widmet, die dabei helfen sollen, das Leben erfüllend zu gestalten. Also weg vom Narzissmus oder anderen Themen, die einen einschränken. Und vor allem, wenn das erkannt worden ist, den Blick mehr auf das, wie will ich mein Leben gestalten, richten. Nutze ich die Gelegenheit auf diesem Weg, meine persönlichen Gedanken zum Thema Gewinn, Kampf und Rache ein bisschen zu sortieren. Mal schauen, ob mir das gelingt. Und ich weiß, es gibt auch wieder einige, die sich über dieses Format hier freuen und andere, die sich nicht so darüber freuen. Ich nutze es einfach gerne, weil es mir die Gelegenheit gibt, jenseits all der Themen, die von morgens bis abends anstehen, meine Gedanken zu sortieren, mit anderen zu teilen, mich auszutauschen. Also, gewinnen im Kampf mit Narzissten, ist das wirklich eine gute Idee? Letztlich geht es doch darum, für sich selbst das anzugehen, was einem wichtig ist. Und bevor sich jetzt wieder welche beschweren, dass ich eine Brille aufhabe, es ist hell, ich setze trotzdem ab. Weil ich weiß, Empfänger entscheiden über die Bedeutung einer Botschaft. Bei einem Kampf kann es Gewinner geben. Ganz oft gibt es vor allem Verlierer. Und aus meiner Sicht ist jedes weitere Beschäftigen mit Narzissten unnötigerweise Energieverschwendung. Erstmal ein paar Gedanken, weshalb beschäftigen Menschen sich so intensiv mit dem Thema Rache, Revanche? Weshalb sind solche Beiträge, die das im Titel haben, so beliebt? Kein Wunder. Wenn mich jemand derartig gemein behandelt hat, dann sorgt es dafür, dass der klare Teil meines Gehirns, der Teil, der konstruktiv ist, nicht wirklich so gut arbeitet, einfach weil das Stammhirn ziemlich viel übernimmt und das schüttet Cortisol und andere unaussprechliche Stoffe aus. Und die sorgen dann dafür,
dass der Überlebensinstinkt getriggert wird. Und im Grunde ist das auch für einen gewissen Zeitpunkt gut. Es kann dafür sorgen, dass wir die letzten Energiereserven aktivieren und uns auf den Weg machen. Endlich handeln. Und an so einer Stelle kann Ärger und Wut durchaus positiv sein. Insofern er dann dazu führt, dass ich konstruktiv ans Werk gehe im nächsten Schritt. Insofern nachvollziehbar. Es ist wohl oft auch ein Versuch, und ich benutze das Wort absichtlich, weil es nicht wirklich hält, was es verspricht, sich mit dem Erlittenen irgendwie auseinanderzusetzen. Einen Weg zu finden, wie gehe ich damit um? Und das Typische bei narzisstischem Missbrauch ist, dass er nicht wirklich so gut zu greifen ist und nicht so klar ist wie ein Autounfall, wo klar ist, was ist passiert, wer hat es getan und was ist vor allem jetzt zu tun, sondern es sind derartig viele Fragen, die aufgeworfen werden, und je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr Fragen werfe ich auf. Und bei Fragen ist es halt sehr wichtig, dass ich die richtigen Fragen stelle. Also die Fragen, die mich weniger ins Problem hineinführen, so wichtig die Frage nach dem Warum ist, um es zukünftig anders zu machen, ist es wichtig zu klären, wie weiter. So, und da kommt jetzt eben das Problem ins Spiel, das mir Sorgen bereitet. Wenn wir uns zu sehr mit dem Thema Rache, Revanche und wer gewinnt beschäftigen, dann klebt doch die gesamte Energie, die ganze Aufmerksamkeit da, wo ich weg will. Und in meiner Beratung, sowohl im Coaching als auch in der Therapie, ist zu merken, dass viele Betroffene ewig, mit ewig meine ich Jahre, diejenigen, die sich nicht mit dem Thema wirklich auseinandersetzen, möglicherweise ihr ganzes Leben und damit auch die ganze Familie, auch der Nachwuchs, geprägt sind, wir kommen da nicht raus, wenn wir so ans Werk gehen. Es ist also erforderlich, dass wir möglichst schnell die verfügbaren Ressourcen, die wir haben, dafür nutzen, um es besser zu machen. So, bevor ich mich jetzt im Kreis drehe, mein Appell, lasst uns den Teil des Ärgerns, der Wut zu, lasst uns den spüren und lasst uns möglichst schnell ins Gestalten kommen. Und dann, und wie oft und wie so oft kommt es auf die Definition an, gibt es eine Möglichkeit zu gewinnen. Also eine Formulierung, wo ich akzeptiere, dass von Gewinnen die Rede ist. Ihr sorgt dafür, ein erfülltes Leben zu führen, und das hat mit dem Thema dann nichts mehr zu tun. So, zu lang für einen Short, zu kurz für einen richtigen Film. Tauschen wir uns aus, unterstützen wir uns gegenseitig, und wie wäre es mit ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Applaus, ein bisschen Ermutigung? Und wieso sage ich überhaupt ein bisschen? Darf schon ruhig eine gute Portion mehr sein. Carsten Noack, gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam, passen gut auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen. Und ja, es gibt eine Menge schräger Zeitgenossen. Nur, wer bestimmt, was wir mit unserem Leben machen? Fangfrage. Wir selbst.